Hallo und herzlich willkommen zusammen, Kart, und ein weiteres Video. Und zwar heute geht es um das Spiel Fast Food Shop. Man sieht es hier, das ist so ungefähr diese Grafik, die uns jetzt erwartet. Ich habe natürlich schon die erste Einstellung gemacht. Es gibt leider kein Deutsch. Musik habe ich runter, Grafikeinstellung habe ich gemacht und so weiter. Ihr kennt das ja. Und ja, hier gibt es so einen Highscore. Wenn auf Play geht, hat man ein Startgame und einen Serverbrowser. Wir können davon ausgehen, dass niemand das Spiel spielt. Wir können es ja trotzdem mal probieren. Aber ich glaube wohl eher nicht. Nee. Okay, gut. Also wir starten einfach. Enable Multiplayer. Servername, keine Ahnung. Okay, einfach Start. So, Pizza Masters, okay. Wir gucken mal, was uns hier erwartet. Was hier? Pizza Masters, welcome to Fast Food Shop. Your job is to make pizza for customers as they order. Okay. Wir sind zwei Bilder, aber ich kann damit nichts machen. Okay. Ja, okay. Der möchte so eine Pizza haben und dementsprechend muss ich sie wohl dann zubereiten. Mhm. Okay. Da wird so eine Schachtel und delivern. Okay, okay, okay. Doom Maker, Doom Make Doof, okay. 10 Fails und ich bin raus. Okay, also ich darf nur 10 Mal verlieren. Alles klar, na dann los. Hallo. Was möchtest du? Ich muss mal gucken hier. Oh, dieses... Ich hasse das, ne? Diese Grafik. Wenn das so rumschwenkt, ey. Muss ich mich erstmal hier gewöhnen. Okay, hier ist nichts oder was? Okay. Use PC, make doof. Das dauert aber. Ah, hier. Okay, Tomato, Tomato 10. Alles klar. Oha. Ja, ist ja richtig was los da draußen. Ist eine Karte? Nee. Salami ist hier 10-mal Tomaten. Flor, okay. Ach, das muss ich einfach noch einkaufen. Okay, kommt jetzt keiner oder was? PC, Marketing for your shop, increase number of customers. Preparing Pizza, okay. Oh Gott, okay. Alles klar. Hallo. Was ist das für eine Pizza, was der will? Alter, wie schnell willst du das machen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zu den Dinger hier. 1. Acht. So, zwei davon. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6 von der Pizza. Okay, make Pizza. Alter, wie willst du das merken? Was ist das für eine Scheiße? Das ist ja ein richtig tolles Spiel für mich. Was ist das denn? Soll ich mir das auch noch merken oder was? Ja, ganz klasse. Jetzt habe ich natürlich schon verkackt hier. Das fängt ja richtig gut an. Genau, Chili. Time for Truck. Wann der kommt der? Okay. Was willst du? Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 6, 2. Ich habe natürlich kein Onion mehr. Oder reicht es einfach, wenn ich das nur so mache? Wir probieren es mal. Make Pizza. So, ab im Ofen. Und das dauert ja auch nochmal.
Ja, nee, Alter. Hat er gewollt? Ja. $1. Für $1 mache ich diese ganze Kacke. Oder? Nee. Okay. Also, ich muss gar nicht so viel drauf, Mann. Okay, ich dachte da, ich muss da 10 so eine Dinger drauf knallen. Sagt das keiner? Oh. Ich habe eigentlich erstmal das ganze Auto mitgenommen in die Küche. Alles klar. Gut. Gut. Okay, nächste Customer. Hallo. Okay, der möchte nur Peperoni und Zwiebel. Roni, Zwiebel. Make Pizza. Rinnen in den Ofen. So, guck mal. Oha, die sieht ja schick aus. Aber bitte. Wrong Order? Wieso Wrong Order, Junge? Willst du mich verarschen? Blöder Sack. Dann geh doch nach Hause. Dann geh doch zu Netto, Junge. Ja. Auto Unload Goods. Marketing for your shop. Ich brauche mehr Kunden. Kommt jetzt einfach hier. Tolles Marketing. Wo sind sie denn? Oh. Was ist da los? County Sheriff. Da hinten geht was richtig los, Alter. Pornshop. Krass. Da geht richtig was ab. Okay, der möchte wohl nur Salami haben. Jetzt komme ich hier nicht mehr hoch. Oh. Junge, Junge, Junge. So, einfach nur Tomate drauf, fertig. Zack, drin. Eine Tomatenpizza. Ah, verpacken. Bitteschön. Mir Spaß gemacht mit Ihnen. Ja. Wie viel habe ich noch? 10, 10, 10, 16, 7. Okay, das passt. Schön. Grüßen Number of Customers. Ja, dann kommt doch mal. Oha. Alter, was ist da los? Die stehen da alle an. Und ich weiß nicht warum. Wenn sie mal bei mir so anstellen. Ah, jetzt. Oha. Okay, Pepperoni, das. Rot, rot, das. Okay, ab in den Ofen damit. Und dasselbe nochmal. Ab in den Ofen damit. Jetzt kann ich die nicht nehmen. Okay. Das ist natürlich nicht so gut gewesen. Und ich habe keine... Wieso habe ich keine Salami mehr? Ich habe doch gerade eben geguckt. Och Mann, ey. Ach, hier ist die Salami. Der ist doch gleich weggegangen, der Typ. Oh, nicht schlecht. Hat wofür beide gezählt? Haben sich wohl geteilt. Aber was ist das denn, ey? Wow. Warum sind die da? Jetzt muss ich mal gucken, was es da so gibt. Was macht ihr hier? Hier ist erstmal so ein Polizist, Junge. Ist hier irgendwas? Nö. Ach, hier ist irgendwas passiert. Toll, und daneben verkaufe ich eine Pizza, Alter.
Job Offers. Krass. Ist das meine Wohnung? Nee. Ist nicht meine Wohnung. Okay, aber das verstehe ich natürlich dann nicht, ne? Man macht das richtig so aufwendig, man gestaltet das richtig aufwendig, so riesig und sowas alles. Und man kann sich nur in seinen Laden aufhalten. Versteht ihr, was ich meine, so? Bin ich umgefahren? Ah! Das geht tatsächlich! Ja, lol! Das hätte ich ja nie gedacht! Krass! Das hätte ich nie gedacht, dass das geht. Ist ja nice. Okay, wo bin ich denn jetzt? Ach, da. Okay, muss ich wohl Auslieferung machen hier? So wie es scheint. Also ich kann mir gut denken, dass ich das hier wahrscheinlich überall ausliefern muss, dann die Pizza nachher. Ah, das sind die Dinger. Tomate, Chili, Onion, Pizza. Salami, Pizza. Ah, jetzt verstehe ich das. Tomate, also mit Hintergrund und sowas alles. Ah, auf den Hintergrund muss ich auch drauf achten. Okay, gut, machen wir einfach eine ganz normale Tomate, Pizza. Okay, jetzt verstehe ich das. Deswegen war das vorhin falsch. Okay, also hier Tomate, Chili und... Onion, Zwiebel. Ja. Gut, zack. Bitteschön. Tomate, Onion, Pizza. Zack. Oh, das schaffe ich gar nicht. Das dauert richtig lange, Alter. Ja, tut mir leid. Also, es dauert richtig lange, muss ich sagen. So, aber guck mal, wenn der Computer geht, install additional Ofen. Makes customer wait longer. Ah, okay. Gut, also man kann das auch noch upgraden. Dann preparing Pizza, geht schneller. Okay, workers will auto unload goods into your kitchen. Less time for goods to be delivered on your kitchen. Okay. Makes baking faster. Aber man hat ja leider kein Order. Wo ich das zum Beispiel jetzt hier... Jetzt habe ich natürlich eine Pizza gemacht. Und der will die natürlich nicht. So, das war ja klar. Ja, zack. Okay. Jetzt muss ich natürlich warten, bis der Ofen fertig ist. Komm schon. Verpacken. Bitteschön. Der will nur eine Tomate. Zack. Schade, dass es hier nicht daneben steht, ne? Wie viel denn noch da ist. So, bitteschön. Buy new kitchen board. Pairing kitchen. Das verstehe ich jetzt nicht. Ah, das ist für Multiplayer gedacht. Okay. Das ist für Multiplayer gedacht. Okay. So, der will nur Tomate haben. Nee. Ach, hier oben ist Tomate. Ah. Jetzt verstehe ich das. Alles klar, das macht natürlich Sinn. So, oben ist Tomate und das ist nur Belag. Hm. Jetzt macht es natürlich Sinn. So, okay, der will nur das, das. Zack. So, guten Hunger. Okay. Das Blöde ist, dass er natürlich dann die Ressourcen draufknallt. Und die dann auch verschwendet. Also im Endeffekt sind die zwei Bretter total sinnlos gerade gewesen. Das ist nur wichtig, falls wirklich hier Multiplayer ist. Oh, bitteschön. Nächstes Mal sollte ich vielleicht den Conditioner hier reinmachen. Oder den Ofen.
Der Ofen wäre auch nicht schlecht. Na. Brauche ich dafür 800 Goats, okay. Was möchtest du? Okay, du möchtest Onion und das haben, zack. Ist eigentlich eine simple Geschichte, aber warum steht hier so viele Leute da draußen? Also ich glaube, das ist ein bisschen kaputt irgendwie. Okay, es gibt also keine Lieferung nach außen und sowas alles. Es gibt so eine kleine Stadt. Das ist alles schön und gut, aber ich finde das irgendwie verschwendete Ressourcen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So. Ist so. Also ich glaube, das Spiel war 3 oder 4 GB und nur da hier in den Laden zu stehen und ein bisschen da rumzumischen, hätte auch 1 GB gereicht. Ist nur meine Meinung. Ich meine, vielleicht will man das noch ausbauen und möchte dann sozusagen, dass man die beliefert, die Geschäfte hier. Das wäre natürlich gut. Das könnte ich mir auch gut vorstellen. Aber würde ich mir jetzt so im Singleplayer-Modus nicht gut vorstellen. Da müssten die Leute viel länger hier drinnen bleiben. Oder man muss den Laden zumachen. So mit Lieferdienst und sowas. Das würde Sinn ergeben. Na? Aber ansonsten kann ich mir das recht gut, recht schlecht vorstellen. Das weiß ich nicht. So. Aber mehr ist ja hier eigentlich nicht. Das bisschen ausweitender. Weiß ich nicht. Der will alle 3. Und wir müssen auch kurz nochmal alle 3 kaufen. Warte mal. Hier ein Chili. Das. So, wir kaufen einfach mal alles einmal ein. Das auch nochmal. Dachte ich gerade, der hat keine Arme gehabt, aber der hat ja Arme. Ja, es kommen wahrscheinlich auch noch mehr Goods später noch dazu. Aber bis jetzt gibt es nur das. Die möchte Tomate das haben. So. So. Und hier, das muss ich nicht kaufen. Der Klick, den kann ich auch noch selber machen. Dafür brauche ich kein Geld auszugeben. Aber okay. Der Ofen müsste vielleicht ein bisschen schneller sein. Ey, die können alle hier reinkommen. Was ist los? Die Schlange geht immer weiter. Was möchtest du? Okay, das. Gut. Ich dachte echt, ich muss das am Anfang zählen. Alter, das wäre es ja gewesen. Da wäre es ja ewig hinterher gekommen. Ah, oh, bitteschön. Jetzt sind alle. Jetzt habe ich gecheckt, das Spiel, wie das funktioniert. So ein Airconditioner wäre jetzt nicht schlecht. Jo. Oder zumindest, dass es vielleicht ein bisschen schneller geht hier. 200 Dollar. Ne? Ja. Na, wir sparen erstmal. So, was möchten Sie? Hallo, eine Tomatenpizza. Kommt sofort. Dauert so ungefähr 10 Sekunden. Dann haben Sie Ihre Pizza. Und da ist sie auch schon fertig. Guten Appetit. Auf Wiedersehen. Aber Käse fehlt. Also auf jede Käse, auf jede Pizza. Wo ist Käse? Deswegen isst man doch überhaupt Pizza.
So, Geld kriegt man hier gut. Finde ich toll. Ich glaube, ich mache lieber den Ofen. Ja. Upp. Ah, guten Appetit. Oder kann ich hier drei Öfen hinbauen? Ne, 1, 2, 3, 4. Bestimmt. Wer weiß. Also ich würde das so machen, dass man das rechnen muss. Aber ich würde den Timer wegmachen. Das würde ich so machen. Aber gut. Ist halt so. Kann man jetzt nicht ändern. So. Ich glaube, jetzt haben wir es drauf. Jetzt sollte eigentlich keiner mehr hier keine Pizza kriegen. Man muss jetzt erstmal reinkommen in so ein Spiel. Oh, bitteschön. Was wir vielleicht auch noch machen könnte, dass die wirklich mit dieser Packung hier wieder weggehen. Dim, 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 dim. Ja, guten Appetit. Die warten bestimmt nur 15 Sekunden länger. Mehr könnte ich mir gar nicht vorstellen. Aber normalerweise warten sie 45 Sekunden. Zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, 13, 14, 15. 15 Sekunden ungefähr. Braucht die Scheiße hier. Wahnsinn. Oh, ich kann sogar schon. Upgrade all Ofens. Mache ich danach. Nicht, dass es buggy wird. So, guten Appetit. Ich bin gespannt. Upgrade all ovens. $200. Jetzt sollte, also 15 Sekunden war vorher. Ich würde so lachen, wenn jetzt einfach nur 14 Sekunden, also eine Sekunde schneller wäre. Habe ich noch genug Guts? 5, 5, 5, ja, okay. 10, gut, passt doch alles. So, okay, du möchtest das und das. Super, bekommst du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, die Hälfte. Das ist gut. Das ist eine akzeptable Zeit. Das kriegen wir doch hin. Das war eine gute Investition. Das lohnt sich doch. Hoffe, ich kann es normal machen. Einfach schieben, wieder rausholen. Zack, fertig. Aber ja, so ein Spiel, wie gesagt, wäre halt wirklich nur im Multiplayer mal so von Abend so witzig. Ja. Sind auf jeden Fall ganz schwer zu stellen.
Das, das, das. Das wäre schon ganz interessant. Aber ich denke mal, es fesselt nicht länger wie eine Stunde. Dasselbe nochmal. Das ist ja Stau hier aufgelöst von Leuten. Oder? Ist der See jetzt nur gewandert? Er ist nur gewandert nach da hinten. Oh Mann, ey. Ja, guten Appetit. Bin gespannt, ob ich das nochmal machen kann. Bis jetzt habe ich ja eigentlich noch alle alle Zutaten. So, das, das. Wunderbar, so Onion brauche ich nochmal. So. Was will der? Okay, alle drei. Was würde passieren, wenn ich mich einfach jetzt hier hinstelle? Würde der mich rauskanten oder so? Tschüss, guten Hunger. So. Noch 100 und ich bin gespannt, ob ich das nochmal kaufen kann. Hallöchen, was darf es denn sein? Okay, alles. Nee, nicht alles. Alles außer Salami. Okay. Ich glaube, alles gibt's gar nicht, oder? Nee, alles gibt's doch gar nicht. So, guten Appetit. Ja, so könnte ich mir das auch vorstellen, so ein Job. Ganz Tag so machen. Okay, der will auch wieder alles außer Salami. Klack, 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 klack. So, bitteschön, Ihre Pizza. Lassen Sie es schmecken. Oh, mal gucken, ob wir noch 70 Dollar zusammenkriegen. Oh, jetzt fällt mir die Kundschaft aus. Mensch, ich arbeite doch so schnell. Kommt doch. Oh, der will nur Tomate. Ding, da ist sie schon fertig. So, lassen Sie sich schmecken. Guten Appetit. Okay, ich glaube, Tomate brauche ich nochmal. Salami-Pizza. Wo kommen Sie? So, noch 50. Also Auto on Load brauche ich gar nicht. Den einen Klick kann ich ohne machen. Schlimmer wäre es, wenn man das selber reintragen müsste oder so. Würde noch mehr Zeit fressen. Ja, immer schön reinspaziert hier. So, was darf es für ihn sein? Tomate. Okay. Kommen Sie, dauert 8 Sekunden. So, bitteschön, tschüss.
Hallo, Pizza! Komm rein, Junge! Genau. Ach, was willst du? Okay. Kriegste. Gleich soweit. Fertig, bitteschön. Ah, was möchten Sie? Okay, kommen Sie. Kann ich den Ofen? Nee, okay, den Ofen kann man nicht mehr upgraden. Verstehe. Also Ofen geht nicht mehr. Gut. Was kann man denn machen? Install Air Conditioner. Ja, das können wir eigentlich machen. Dann auf jeden Fall Kundschaft. Bin gespannt. Also muss hier aber die Bude eingerannt werden. Wir haben nur Tomate. Ah, da kommt Kundschaft. Jawohl, jetzt kommt die Kundschaft. Hallo. Okay. Oha. Das. Ach, doch bleiben. Eine Minute bleiben sie nur. Also 15 Sekunden länger. Super. Was war das jetzt? Scheiße. Das war der, ne? Ja, okay. Und ihren Pepperoni. So, zack. Gucken. Salami und Chili brauche ich nochmal. So. Gut, kriegen wir hin. Willst du nochmal eigentlich dasselbe? Okay. Salami und Pepperoni. Jetzt wäre so ein additioneller Ofen noch wichtig. Aber ansonsten schafft man das eigentlich locker. Zack, zack. Ah. Deswegen auch der Laden ist so riesig, ne? Ich verstehe das hier nicht. Ist alles so riesig. Also, ich hoffe, die haben ja noch ein bisschen was vor, weil ansonsten wäre das echt, weiß ich nicht, sinnlos. Verstehe ich da nicht, warum man dann so alles so riesig macht. Weil man mit seinem Spiel, mit seiner Schöpfung nichts weiter vorhat. Verstehe ich da nicht. So, jetzt kommt langsam hier die Kundschaft. Schön. So, noch einen, dann kann ich einen neuen Ofen. Aber so wirklich viel Kundschaft kommt jetzt auch nicht. Muss ich sagen. Shit, ich habe keine Dings mehr. Upsi. Habe ich vergessen zu machen. Shit. Nein. Komm schon. Da kommt meine Lieferung. Hopp. Gut. Schnell. Schnell, schnell, schnell. Sonst schaffe ich es nicht. Gut. Das. Zack. Bin. Los. Oh, der möchte. Alles drei.
möchte, dass das. Er möchte, dass das. So, zack. So, Bastard. So, Onion. Ach, wir stellen einfach einmal mal schnell alles zusammen und dann ist gut. So, guten Appetit. Okay. Ja. Das war das Spiel. Food Shop. Irgendwas. Ich habe den Namen schon vergessen. Genau. Das ist meine Lieferung. Okay, ich denke mal, mehr gibt es hier auch nicht. Mehr wird es ja auch nicht geben, erstmal. Und, ja, für Multiplayer für den Abend denke ich mal sehr, sehr lustig. Kann das auf jeden Fall werden. Aber ansonsten ist es sehr schnell eintönig. Also eine Stunde würde ich das höchstens als Spielspaß beziehen. Und dann war es das. Ja. Ja, genau. Alles klar. Hat dir das gefallen? Wie gesagt, lass gerne mal ein Like da, gerne mal ein Abo da. Und komm auf dem Discord mal vorbei. Können wir ein bisschen schnacken außerhalb des Spiels. Oder beziehungsweise außerhalb des Videos. Und ja, ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Mach's gut. Ciao, ciao.